Dann bin ich also beim Arbeitslager angekommen. Ich stand vor dem großen Tor und sah, wie hoch die Mauer war. Über der Mauer war ein Drahtzaun angebracht. An den vier Wachtposten oben auf der Mauer stand je eine Kanone. Wenn es im Arbeitslager zu einem Aufstand kommen würde, würde man diese Kanonen einsetzen. Über dem Eingangstor war ein Schild angebracht. Darauf stand: Versuch nicht zu fliehen, du wirst sterben. Allein diese Warnung schüchterte jeden ein. Ich betete vor diesem eisernen Tor, bis es aufging. Ich sagte zu Gott: O Herr, ich bin sehr schwach. Wenn ich da hineingehe, werde ich jemals wieder lebend herauskommen? Weltweit werden schätzungsweise 100 Millionen Christen wegen ihres Glaubens verfolgt. Jedes Jahr veröffentlicht das christliche Hilfswerk Open Doors im Weltverfolgungsindex die 50 Länder, in denen Christen besonders stark verfolgt werden. Nordkorea steht seit Jahren auf Platz 1 dieser traurigen Rangliste. Nirgendwo sonst geht es Christen so schlecht wie hier. Das kommunistische Regime beherrscht den gesamten Alltag der Bevölkerung. Kein Lebensbereich ist davon ausgenommen. Die Diktatoren der Kim-Dynastie lassen sich gottgleich verehren. Spitzel sind überall. Christen gehören zu den Staatsfeinden Nummer 1, da sie einen anderen Gott verehren als den Diktator. Werden sie entdeckt, kommen sie in Arbeitslager oder werden hingerichtet. 50.000 bis 70.000 Christen sollen sich in Arbeitslagern befinden. Nach außen bemüht sich der Staat, eine perfekte Fassade aufrechtzuerhalten. Doch dahinter zeigt sich das wahre Gesicht Nordkoreas. Hye-ju wurde in Nordkorea geboren und verbrachte dort fast ihr ganzes Leben. Aus Sicherheitsgründen kann sie nicht gezeigt werden. Auch ihr richtiger Name und ihr derzeitiger Aufenthaltsort dürfen nicht genannt werden. In der ersten Folge hatte sie berichtet, wie sie zuerst an die Staatsideologie geglaubt hatte, aber dann Christin geworden war. Nach dem Tod ihres gläubigen Mannes im Gefängnis gab es für sie nur noch eine Hoffnung, um als Christin frei leben zu können: Flucht aus Nordkorea. Der Weg in den Süden nach Südkorea ist durch eine undurchdringliche Grenze versperrt. Es blieb ihr daher nur eine Möglichkeit, in den Norden, nach China zu fliehen. Ich bin vor meiner Lagerhaft zweimal über die Grenze nach China gegangen. Als ich zum ersten Mal gefangen und zurückgeschickt worden war, bin ich in Nordkorea für einige Zeit in ein Umerziehungslager gesteckt worden. Beim zweiten Fluchtversuch musste ich im Norden des Landes den Fluss überqueren. Und Gott führte mich zu der richtigen Stelle. Er versorgte mich, während ich auf dem Weg zur chinesischen Grenze war, jedes Mal mit Mahlzeiten. Ich war im kältesten Winter 3 Monate lang unterwegs. In jedem Dorf gibt es eine Versammlung, in der sich alle gegenseitig kritisieren und anzeigen müssen. Darum war es gefährlich für mich, längere Zeit an einem Ort zu bleiben. Aber Gott sorgte für mich, indem er mir immer jemanden schickte, bei dem ich bleiben konnte. Dort blieb ich dann für 2, 3 Tage und musste dann wieder weiter, weil es gefährlich wurde. So ging ich weiter und Gott versorgte mich mit etwas zu essen und einem Platz zum Schlafen.
Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals sagten die Leute, für jeden Flüchtling, der zurückgeschickt wird, zahle Nordkorea an China eine Belohnung. Diese Belohnung soll in Dollar bezahlt worden sein. Aber als man keine Dollar mehr bekam, soll man China und auch Russland mit Holzbalken bezahlt haben. Pro Person einen Balken. Ich sah einmal, wie Holzbalken über die Grenze nach China transportiert wurden. Da erklärte mir jemand, es müssen wieder Flüchtlinge aus China zurückgeschickt worden sein. Wahrscheinlich hatte Nordkorea China gebeten, die Flüchtlinge zu verhaften und zurückzuschicken. Es verlassen einfach zu viele das Land. In China wird eine Belohnung dafür ausgesetzt, wenn man einen Flüchtling anzeigt. Viele Chinesen werden dafür bezahlt. Ich glaube, das ist der wichtigste Grund, warum man nordkoreanische Flüchtlinge in China entdeckt. Als ich das zweite Mal die Grenze überquerte, wurde ich in China an der Grenze gefangen genommen und zur Untersuchungshaft in ein chinesisches Großlager geschickt. Das hat man für 10.000 Häftlinge gebaut. Da habe ich heimlich alleine Gottesdienst gefeiert. Wenn sich die Gelegenheit ergab und ich Flüchtlinge wie mich traf, versuchte ich, ihnen von Gott zu erzählen. Einmal war ich mit 35 Frauen in einer Zelle. Ich betete jeden Abend zu Gott: O Herr, der heilige Sonntag nähert sich, aber ich kann keinen Gottesdienst feiern. Ich möchte dich aber loben. Eines Morgens wurden alle Häftlinge aufgerufen und hinausgeführt. Doch ich konnte mit drei Frauen alleine zurückbleiben. Ihnen hatte ich schon von Gott erzählt. Ich bat die Frauen, gemeinsam mit mir Gottesdienst zu feiern. Wir konnten zwar nicht laut nach dem bekannten Ablauf unseren Gottesdienst feiern, aber wir beteten und sangen innerlich zusammen. Da habe ich leise Psalm 23 aufgesagt und über diese Verse erzählt. Am nächsten Tag wurden wir alle nach Nordkorea zurückgeschickt. Ich habe ihnen Mut zugesprochen und gesagt, sie sollten auf keinen Fall Jesus verleugnen. In Nordkorea kam ich in ein Gefängnis. Da waren sowohl Frauen als auch Männer. Wir wurden getrennt. Junge Soldatinnen kamen, um die Frauen zu kontrollieren. Alle mussten sich ausziehen und jeweils fünf Frauen mussten in das Zimmer, wo man untersucht wird. Es wurde nach etwas Wertvollem wie Geld gesucht. Im Mund, unter den Achseln und unter den Füßen. Sie haben überall nachgesehen, ob Geld versteckt ist. Manche Frauen rollen das Geld in eine Folie und schieben es entweder in die Scheide hinein oder sie schlucken es hinunter. Die Frauen mussten 50 bis 100 Mal hoch und runter springen, sodass das Versteckte herauskommen konnte. Wenn dabei nichts herausfiel, dann zogen die Soldatinnen Gummihandschuhe an und fingen an, sie überall zu betasten. Danach wurden alle verhört. Mein Verhör dauerte 2 Tage lang. Am 4. Tag wurde ich wieder mit 3 anderen Frauen aufgerufen. Eine von den 3 Frauen erzählte, dass ich in China morgens und abends den Flüchtlingen das Wort Gottes verkündet hatte. Das war eindeutig mein Tod. Ich wurde gefoltert und gefoltert. Ich wurde gefoltert, weil mir die Gefängniswärter vorwarfen, dass ich an einem Aberglauben hinge.
Ich sollte zugeben, dass ich diesen Aberglauben verbreitet habe. Da erinnerte ich mich an den Bibelvers: Wenn sie euch vor Gericht bringen, braucht ihr euch nicht darum zu sorgen, was ihr aussagen sollt, denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Darum hatte ich keine Angst mehr und konnte auf ihre Fragen immer richtig antworten. Der Heilige Geist hat mir dabei geholfen. Am vierten Tag des Verhörs wurde mir unter das Knie ein dicker Holzbalken geschoben. Ich sollte mich hinsetzen. Jemand stieg dann auf mein Knie und trampelte darauf herum. Man schlug mich mit Holzknüppeln und trat mich überall. Da bekam ich Angst, dass ich vielleicht meinen Verstand verlieren könnte. Dann könnte ich in Gefahr sein, Jesus zu verleugnen. Da habe ich innerlich zu Gott gebetet und gesagt, dass ich es nicht mehr aushalte und Jesus verleugnen könnte. Er möge mir Kraft zum Aushalten schenken. Da hörte ich eine Stimme, die zu mir sagte: Denke doch an das Leiden Jesu am Kreuz. Ich war erschrocken. Ich hatte bis dahin versucht, mit meiner eigenen Kraft all das auszuhalten. In diesem Moment lief ein Film vor meinem inneren Auge ab, wie Jesus gelitten hatte bis zur Kreuzigung und wie er dann an das Kreuz gehängt worden war. Ich habe diesen Film vor meinem inneren Auge ablaufen sehen und war davon völlig eingenommen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Dann wurde ich zum Schluss getreten und man sagte mir, ich solle aufstehen. Vorher hatte man mich wohl weiter geschlagen gehabt, aber weil ich so auf diesen inneren Film fixiert gewesen war, hatte ich all die Schmerzen nicht gespürt. Ich wurde dann wieder in meine Zelle geschickt. Man schleppte mich in meine Zelle und ich saß nur noch apathisch da. Dann, ungefähr 5 Minuten später, hörte ich plötzlich von oben eine Stimme. Sie war schallend, tief und laut. Die Mauer vor mir begann zu schwanken wie bei einem Erdbeben. Die Stimme sagte: Meine geliebte Tochter, du bist heute auf dem Wasser gelaufen. Ich sah erschrocken hoch. In der Zelle waren außer mir noch 12 andere Frauen. Aber sie hatten davon wohl nichts bemerkt. So erkannte ich, dass Gott immer bei mir ist, überall, wo ich bin. Er wusste bereits von meiner Folter und er hatte auch gesehen, wie ich gefoltert worden war. Mir wurde bewusst, dass Gott mich in seiner Hand hält. Danach war es mit der Folter vorbei. Weil ich 2-mal die Grenze überschritten hatte, wurde ich von einem Gefängnis zum nächsten geschickt. Insgesamt 10 an der Zahl. Schließlich kam ich danach ins Arbeitslager und stand vor dem Eingangstor. Ich war unterernährt. Dadurch konnte ich nicht gut hören und nicht gut sehen. Unterhalb des Bauches war ich teilweise gelähmt und konnte daher nicht richtig stehen und nicht richtig laufen. Ich litt an verschiedenen Krankheiten. Dann bin ich hineingegangen, dort habe ich viele kranke Menschen gesehen. Keiner von ihnen sah normal aus. Sie waren alle unterernährt und bestanden nur noch aus Haut und Knochen. Alle litten an Seuchen und Hautkrankheiten. Sie sahen alle aus wie Leichen und konnten nicht richtig laufen. In den Schlafzellen wimmelte es von Läusen und Flöhen. Es gab auch viele Ratten.
Da es nicht viel zu essen gab, fing man die Ratten und aß sie. Im Winter, wenn eine Kuh auf dem Feld vorbeizog und dabei einen Fladen fallen ließ, stürzte sich jeder darauf und versuchte darin etwas Essbares wie ein Maiskorn oder ein Reiskorn zu finden. Wenn man etwas fand, dann steckte man es sich sofort in den Mund, ohne es zu waschen. Die Menschen benahmen sich wie Tiere. Im Arbeitslager gab es kein Wasser. Wir mussten das Abwasser trinken. Davon bekamen viele Leute Magen-Darm-Beschwerden. Diese Menschen bekamen dann hohes Fieber und starben. Ich hatte auch einmal für 10 Tage hohes Fieber und erhielt keine Medikamente. Aber Gott heilte mich. Viele aber sind daran gestorben. Andere starben durch Unfälle. Wenn sie versuchten zu fliehen, wurden sie gefangen und hingerichtet. Diese Situation erinnerte mich an die 10 Plagen über Ägypten. Das Arbeitslager war buchstäblich ein von 10 Plagen betroffenes Ägypten. Da habe ich Gott dafür gedankt, dass er mich dorthin geschickt hatte, um mir zu zeigen, dass die Zeit Gottes sehr nahe bevorsteht. Wenn ich nicht dort gewesen wäre, hätte ich davon nichts gewusst. Ich betete, Herr, hier gibt es viele, die vielleicht hier sterben werden, ohne dich zu kennen. Ich werde diesen Menschen das Licht und Salz sein. Herr, hilf mir dabei. Das war mein Gebet, als ich dort ankam. Und ich betete von ganzem Herzen, ungefähr 3 Tage lang. Am 3. Tag betete ich wieder dieses Gebet und da hörte ich Gott zu mir sagen, teile, was du hast und sei opferbereit. Ich antwortete sofort, Herr, ich kann opferbereit sein, aber was soll ich denn teilen mit diesen Leuten, denn ich habe ja nichts. Was kann ich denn teilen? Das war für mich eine Aufgabe. Da wurde mir bewusst, dass ich jeden Tag eine Essensration bekomme. Ich habe erkannt, dass ich dieses Essen teilen kann. So fing ich an, bei jeder Mahlzeit meinen Anteil aufzuteilen. Es ist eine wertvolle Mahlzeit, denn das war ja alles, was wir zum Überleben bekamen. Dann sah ich in den Augen der Mitgefangenen für kurze Zeit eine kleine Freude aufglimmen, sobald sie meinen Anteil erhielten. Diese kleine Freude zu sehen, war für mich wiederum eine große Freude. Ich war glücklich, etwas geben zu können und jemandem nach meinen Möglichkeiten helfen zu können. Einige Tage später bekam ich von Gott den Auftrag, im Lager von ihm zu erzählen. Ich sagte zu Gott, Herr, hier ist ein Gefängnis. Wenn ich dabei erwischt werde, dann werde ich hingerichtet. Ich wusste zuerst nicht, wie ich das machen sollte. Aber Gott zeigte mir, zu wem ich gehen soll und wie ich das Wort weitersagen soll. Wenn Gott mir zeigte, zu wem ich gehen soll, dann folgte ich dieser Person zur Toilette und lehrte aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 31. Dort steht, Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Ich sagte zu ihr, hier im Lager könnte dein Leben zu Ende gehen. Du leidest hier schon so viel. Willst du wieder in der Hölle leiden? Gott rettet nicht nur dich, sondern auch deine Familie. Nimm Jesus in dein Herz auf, dann wirst du gerettet. Weil jeder Moment im Arbeitslager den Tod bedeuten könnte, ist man für diese Botschaft aufnahmebereit. Danach hat Gott mir noch einige Male gezeigt, zu wem ich gehen soll. Ich selbst hätte keinen Mut dazu gehabt, aber mit Gottes Hilfe wurde ich mutig. So konnte ich dort im Arbeitslager eine Untergrundgemeinde gründen. Nach dem Ablauf der 3-jährigen Haftzeit wurde Hye-ju entlassen. Danach wohnte sie für eine kurze Zeit in einem Dorf in Nordkorea, träumte aber weiterhin von einem anderen Leben. Deshalb wagte sie einen weiteren Fluchtversuch nach China und verbarg sich dort für ein paar Jahre, bis sie 2012 endlich in ein sicheres Land ausreisen konnte.
Dort lebt sie heute wieder vereint mit ihren Kindern. Sie kann endlich offen zu ihrem Glauben stehen und ist in der Kirche aktiv. Was würde Christen in Nordkorea am meisten helfen? Darauf kann Hee-Yu eine eindeutige Antwort geben. Ich glaube, die größte Hilfe ist das Gebet. Bei meiner ersten Flucht, als ich in China ankam, war es ein Sonntag. An diesem Tag betete ein Kirchenältester vor der ganzen Gemeinde. Er betete von ganzem Herzen für die Nordkoreaner und weinte sehr dabei. Das waren mein erster Gottesdienst und mein erstes Erlebnis, dass überhaupt jemand für Nordkorea betet. Ich war davon ziemlich betroffen und bin deswegen auch heute noch sehr bewegt. Ich erkannte, dass viele Christen für Nordkoreaner, die vor Hunger sterben und leiden, gemeinsam beten. Dadurch spürte ich, dass Nordkorea nicht allein dasteht. Als ich später im Gefängnis schwer krank war, wusste ich, dass viele Christen für mich beten, wenn sie mich auch nicht kennen. Dieser Gedanke tröstete mich sehr. Die größte Hilfe ist bestimmt das Gebet. Das ist etwas, was jeder Christ tun kann. Ich bin der Meinung, dass Gott Gebete immer erhört. Der Apostel Paulus spricht: Betet auch für mich, damit Gott mir zur rechten Zeit das rechte Wort gibt und ich überall das Geheimnis der rettenden Botschaft frei und offen verkünden kann. Auch hier im Gefängnis will ich das tun. Betet darum, dass ich auch in Zukunft diese Aufgabe mutig erfülle, so wie Gott sie mir aufgetragen hat. Wenn Sie diese oder weitere Folgen unserer Sendereihe Gesichter der Verfolgung sehen wollen, besuchen Sie einfach unsere Mediathek unter www.opendoors.de/tv. Alle bereits ausgestrahlten Sendungen können Sie dort jederzeit wieder anschauen. Wenn Sie mehr Informationen zu dieser Sendung über verfolgte Christen und konkrete Gebetsanliegen erhalten möchten, dann können Sie unser kostenloses Sonderheft Gesichter der Verfolgung bestellen. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 06195 6767 100 oder schauen Sie auf unsere Homepage unter www.opendoors.de.